Willkommen bei Cucchinesi. Heute gibt es einen Traum aus Schoki. Und ich bin sicher, die waren auch schon im Restaurant oder bei Freunden und haben gesehen, wie man so ein wunderbares Küchchen abeinander schneidet. Und dann fließt die Schoki so aus. Und genau das gibt es heute. Wir machen zusammen ein Lava-Küchchen mit Glace dazu und eine hübsche, ganz einfache Schokodeko. Und wir fangen an mit den Zutaten. Die Mengenangaben reichen etwa für 4 bis 6 Portionen. Natürlich je nachdem, wie gross das Förmchen sind und wie viel was man reinfüllt. Zu den Lava-Küchen passt wunderbar entweder Grüntee-Glace oder am allerliebsten haben wir Vanille-Glace. Dann brauchen wir 4 Eier. Von 2 brauchen wir dann das ganze Ei und von 2 nur das Eigelb. Dann 80 Gramm Zucker, 90 Gramm schwarze Schoki, wir haben Geige genommen, 100 Gramm gewürfelte Butter und 80 Gramm Mehl. Zum Starten schlagen wir die Eier und den Zucker in einer Schüssel schaumig, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Achtung, macht es nicht so wie bei uns, bis es nämlich die Hälfte vom Zucker neben der Schüssel gelandet. In dieser Zeit können wir die Schoki in einem Wasserbad langsam schmelzen. Die geschmolzene Schoki die haben wir jetzt in eine Schale. Hier geben wir Butterwürfel dazu und unterrühren, die sich die Butterwürfel in der warmen Schoki auflösen. Die Masse sollte nicht mehr allzu heiß sein, wenn wir sie ins Eiergemisch tun und vorsichtig darunter rühren. Zum Schluss tun wir nur noch das Mehl sieben und ebenfalls ganz vorsichtig darunter ziehen. Wir haben Metallförmchen genommen, die füllen wir jetzt mit Butter einfetten, zur Hälfte oder zu 2/3 füllen und über Nacht, also mindestens 12 Stunden, in die Tiefkühltruhe stellen. Kurz vor dem Servieren füllen wir den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen, die Förmchen aufschieben und etwa 13 Minuten backen. Wer Angst hat, dass sich die Küchen schlecht aus der Form werden lösen, dann kann man einfach als Tipp ein Backpapier nehmen, Streifchen schneiden, die über Kreuz ins Förmchen legen und nach dem Backen kann man dann einfach an diesen Streifen ziehen und dann löst sich das Küchli wunderbar. Hier noch ein kleiner Tipp, während das Küchli im Backofen ist, könnt ihr ganz einfach und schnell noch eine schöne Schokodeko machen. Dazu braucht ihr eigentlich nur einen Spritzsack mit einer ganz feinen Lochspritztülle. Falls ihr keine habt, dann könnt ihr die auch einfach selber falten. Wenn ihr auf den Link klickt, dann zeigen wir euch, wie es geht. Hier brauchen wir auch einfach geschmolzene schwarze Schoki dazu. Ihr könnt die Schoki in die Hüllen hineinfüllen, oben zufalten, damit nichts rausläuft. Und jetzt kann man auf ein Backpapier einfach die Formen zeichnen, die man möchte. Wenn die Formen fertig sind, kühlen wir die kühlen, damit die Schoki schön fest wird. Und erst vor dem Dekorieren aus der Kühle rausnehmen. Wenn die Küchen gebacken sind, dann geht es eigentlich ans Anrichten. Und wenn man jetzt den Löffel ins Küchen taucht, dann sieht es doch einfach aus wie ein Traum. Und es schmeckt auch so. Also sagt nicht, ich habe noch nicht gewarnt, die Kaiber Schokküchen, die machen süchtig. Das Zweite, das wird ich jetzt gerade verdrücken. Danke vielmals fürs Zuschauen und wenn ihr das Ganze einmal möchtet, nachbacken, findet ihr hier unten noch einmal alle Infos dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und uns ein Like gebt. Bis zum nächsten Mal.